Hallo Leute und herzlich willkommen bei Race & Fun TV. Heute machen wir einen weiteren Liquimoli Hydrostößel Additiv Check. Hier am Beispiel von meinem eigenen Mitsubishi 3000 GT. Hydrostößel Additiv findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich starte jetzt den Motor. Und so hört sich jetzt der Motor an. Eigentlich ganz gesund, aber wenn man genauer hinhört, ein ganz leichtes Klackern, ein ganz leichtes Anzeichen von Hydrostößelklackern. Minimal, ganz leise, auch nur beim Stand, aber so fängt's an. Jetzt mache ich den Motor wieder aus. Und jetzt gebe ich etwas Additiv in den Motor herein. So. So. So, das ist ein größerer Motor, 3 Liter Hubraum, hat ein bisschen mehr Ölmenge als kleinere Motoren. Und jetzt, es ist schon sehr kalt, gebe ich das Additiv hinzu. Und ihr seht, das Additiv hat eine leicht grünliche Farbe. Ich gebe jetzt aber noch nicht das ganze Additiv hinzu, sondern nur etwa 150 Milliliter. Das sollte reichen. Es ist nämlich ausreichend für bis zu 6 Liter, wie hinten drauf steht. Ja, wir haben ja etwa 5 Liter Ölfüllmenge mit Ölkühler. So, jetzt habe ich etwa 200 Milliliter, wenn wir hier reinschauen. So, das sollte reichen. Und jetzt starten wir den Motor in 10 Minuten wieder. Dann starten wir den Motor jetzt einfach nochmal. Jetzt müssen wir einen Tag mit dem Hydrostößel-Additiv fahren und morgen berichte ich dann nochmal. Und wenn nicht, könnt ihr auch gleich wieder das Video ausmachen. Wir fahren jetzt mit dem Ferrari 458 Italia. Von Ferrari 5.